glücklich sein, wer möchte das nicht? Glücklich sein ist das Streben aller Menschen. Und die meisten Menschen verbinden damit, begünstigt zu sein, im Leben Erfolg haben, eine Aufgabe zu haben, für die es sich zu leben lohnt und für die man sich einsetzen kann und sie bringt ein gewisses Ergebnis, einen Gewinn hervor. Glücklich sein heißt für sie, der Glückspilz zu sein, endlich mal der Favorit, endlich mal auf der Überholspur oder ganz, ganz vorne zu sein, der Erste zu sein, der das Glück hatte, gewonnen zu haben. Begünstigt zu sein mit allen Gütern, mit genug Intelligenz, mit genug Finanzen, mit genug Arbeit, aber auch mit genug Freizeit. Es gibt so viele Facetten von glücklich sein. Und was man feststellt, ist, dass es auch genauso viele Ratgeber, weltliche Ratgeber gibt, die den Menschen den Weg zum Glück zeigen wollen. In den Zeitschriften findet man Hunderte, Tausende von guten Ratschlägen, die an die Frau oder an den Mann gebracht werden sollen, damit er glücklich wird. Horoskope sind eins der Dinge, die genau dieses Lebensgefühl ansprechen sollen, glücklich zu sein. Aber es ist schwierig, es ist nicht gut, aus den falschen Quellen zu schöpfen. Diese falschen Quellen von Horoskopen oder diesen menschlichen Ratgebern, die werden dir nicht wirklich helfen, sondern du öffnest dadurch eine Tür, durch die der Feind geradewegs reinmarschiert. Und er lässt sich nicht zweimal bitten und nicht zweimal einladen. Ich möchte dir sagen, was die Bibel zum Beispiel zu dem Thema glücklich sein sagt. Dort steht: Wirklich glücklich sind die Menschen, die Gottes Wort hören und danach tun. Die Gottes Wort hören und danach tun. Das ist die richtige Quelle. Das Wort Gottes ist die richtige Quelle für dein Leben. Das ist die Quelle, aus der du Kraft schöpfen kannst, Erfrischung schöpfen kannst. Das Wort Gottes ist nie limitiert. Das Wort Gottes ist immer ausreichend. Es ist immer der Überfluss. Du kannst jeden Tag kommen, du kannst mehrmals am Tag kommen. Du kannst ständig aus diesem Reichtum, dieser Quelle, dieser Erfrischung des Wortes Gottes schöpfen. Und daraus kannst du diese Kraft, die du für dein Leben brauchst, in den Herausforderungen, in denen du stehst, in den Dingen, in denen du unterwegs bist, daraus kannst du Kraft schöpfen. Daraus kannst du Erkenntnis schöpfen. Der Heilige Geist will zu dir sprechen. Das Wort Gottes will sich dir offenbaren durch den Heiligen Geist, der ausgegossen ist in dein Herz. Jesus möchte dir ganz nahe sein. Er möchte in dieser Beziehung mit ihm dienen. Er möchte dich darin leiten. Er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich wünsche dir, dass du dich auf die Suche machst, nach dieser erfrischenden Quelle des Wortes Gottes, dass du daraus wirklich schöpfst, jeden Tag. Ich weiß, dass du diese Quelle finden wirst. Ich weiß, dass die dich erfrischen wird. Und ich weiß, dass dich diese Quelle wirklich begleiten wird durch deinen Alltag. Gott hat mehr für dich.